Freunde, ich habe heute eine sehr, sehr interessante Sache für euch. Und zwar diese Booster hier. Ihr seht schon, die sind ein bisschen größer als normale Booster. Denn das hier ist ein XXL Booster. Und in dem Sinne ist es eins von Farmshock auf Japanisch. Und ihr kennt Farmshock, da sind geile Hits drin. Und ebenfalls öffnen wir heute ein komplettes Display davon. Es wird nice werden. Viel Spaß. So, ich habe zwei Stück. Eins ist für meine Sealed-Sammlung tatsächlich. Und dieses hier werde ich jetzt für euch öffnen. Ich bin sehr gespannt. Also, das Ding ist größer als mein Kopf. Hier drinnen sehen wir schon, was da drin sind. Hier sind 5 Booster drin und eine Pikachu-Promo. Die ist sehr cool. Und eine Pikachu-Coin ist da drin. Okay, das ist dein jetzt, wie es aussieht, oder? Ja. Okay, die Coin gehört jetzt meiner Freundin. Und auch hier, wie im Japanischen, bei den kleinen Boostern. Du machst es wirklich so auf wie ein normal Booster. Das ist... Also davon habe ich schon öfters welche geöffnet. Könnt ihr auch gerne abchecken hier auf meinem Kanal. Aber wir haben... Könnt ihr das sehen? Das ist wirklich cool. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Dann mit Pikachu. Ich hoffe, dass wir heute noch in dem Opening, was wir jetzt hier gleich noch sehen, also wir machen gleich noch bei ein japanisches Booster-Ding auf, dass wir geile Hits ziehen, ne? Also in diesem Set gibt es Glurak, Pikachu und... V-Max Pikachu wäre geil, aber halt auch normal wie Pikachu, wie dieses hier. Das ist sehr cool. Centering ist... Was ist da los? Ich weiß nicht, was da los ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so gut. Es ist sehr geil für einen Pikachu-Ordner. Ich weiß nicht, lasse ich es erstmal sealed? Ich lasse es erstmal noch sealed, okay? Ja. Wir können es ja auch so tatsächlich in einen Top-Loader-Cut selber reinpacken, also da müssen wir ja nichts Großartiges machen. Okay, machen wir weiter mit der Pikachu-Coin. Die haben wir hier und die sieht süß aus. Das ist mit einer der schönsten Coins, die ich seit langem gesehen habe. Die Coin sealed? Ja. Die Coin lassen wir aus sealed. Das ist wie so Spielzeug, die du bekommst. Und dann sagt dein Vater, nicht anfassen. Let's go. Machen wir das erste Booster hier auf von dieser Edition und schauen rein, was wir haben. Wir haben ein Kassadur. Glaubst du, wir ziehen irgendwas Cooles? Ich hoffe. Was hoffst du denn? Ein Zapdos haben wir. Also du gehst gleich auf den Big Hit. Du willst den Big Hit haben. Aber hey, wir haben eine Holo schon mal. Das ist schon mal sehr gut. Dass Pikachu mal größer sein wird als Glurak, weißt du? Ich glaube, das knickt den so ein bisschen. Ich glaube, Glurak. Glurak in der TCG-Welt. Ne, Pikachu ist über Glurak. Obwohl, ich weiß. Obwohl doch, das ist Illustrator. Ja. Kommt aus irgendwelchen. Wisst ihr? Dieses Pikachu hat ja einfach einen dicken Stift in der Hand, sagst du Glurak. Ich bin der Illustrator. Was möchtest du eigentlich? Der Glurak kann gar nichts machen, ey. So gut, ey. So gut. Okay, wir haben einen Schneckmack, einen Blanas. Dalian. Ja, ist ein ganz netter. Haben wir ebenfalls eine Holo bekommen mit Deutsch-Englisch. Aber jetzt nicht so die krasseste. Ich möchte immer noch... Come on, gib uns mal eine V-Karte hier raus. Ja, wir haben die Promokarte bekommen. Die ist sehr nice. Aber ich möchte ganz gerne noch eine V-Karte haben, bevor wir hier mit dem Display starten. Schwabini. Rokaiman. Kamal. Ne, Kamehaps und Weilord haben wir. Aber wir haben 3 Holo-Karten. Also die gönnen doch schon ganz gut. Puh, aber ein Pikachu haben wir ja noch. Come on. Pikachu. Was haben wir hier? Wir haben leider nur ein Kamalm drinne. Also keine Ultra Rare in diesen Packs. Hier haben wir das Display. Das große Pikachu ist drauf und Glurak ebenfalls. Also hey, wir haben die Chance, Glurak zu ziehen und Pikachu heute. Ich weiß nicht, findet ihr das Dynamax Pikachu cool? Ich mag es sehr. Ich finde es super cool. Ey. Meine Freundin nickt hier im Hintergrund nur. Die so, zieh uns das. Da haben wir es, die Packs. Die sehen sehr einfach aus. Ich glaube, wir haben 20 Stück an der Zahl jetzt hier drinne. Und wir schauen mal. Wie gesagt, die japanischen Karten sind nicht so ultra wertvoll, sage ich mal, aber haben eine gute Qualität. Die sind genauso schön zum Öffnen halt, ne? Und da schauen wir mal rein, was wir hier Schönes haben. Wir haben ein Samurzel. Wir haben ein sehr, sehr süßes Zwirklop, Zwirfinz, wollte ich schon sagen. Zwirlicht. Zwirlicht. Weimar. Die Weimarer Republik. Da haben wir eine Skoblinse. Und ein Aquana als Rare müsste es sein, ja. Aquana ist unsere erste Rare-Karte. Ist ganz süß. Wie viel hast du dafür bezahlt? Ich habe für das Display ungefähr 70, 80 Euro bezahlt, glaube ich. Also es war okay vom Preis her. Das war auf jeden Fall ein Preis, wo ich sage, jo, gebe ich gerne aus. Wir haben hier ein Woobat, was hier so ein bisschen chillt am wie heißt der, Steg oder ähnliches. Da haben wir ein Zwirklop und ein Mashawk haben wir hier. Wir haben nur 5 Karten pro Pack auch, ne? Also es ist schnell durch, glaube ich. Glaubt ihr, wir ziehen eine Rainbow? Okay, der Chat sagt, ja, ich ziehe eine Rainbow. Ich bin gespannt. Oh, hier ist, glaube ich, ein Hit drin, ne? Irgendein Hit ist hier drin. Wir kreuzen die Finger. Wir haben Picuda und Urgel. Urgel ist dabei. Kloptopus.
Oh, Simsala! Das ist ein starker Hit. Simsala ist cool. Simsala ist sehr, sehr nice, Chat. Dahinter haben wir noch was tatsächlich. Ein Dawnfun. Die Pre-Release-Karte in Farmshock bei uns in Deutsch-Englisch. Zubiris. Oh, da glitzert was. Oh mein Gott! Talk about Simsala, das zweite tatsächlich. Alter, das funkelt. Das sieht stark aus. Der Müsli-Boy, ey. Also ich sag's euch, ey. Wenn ihr dem Dude eine Schale Müsli gibt, der löffelt die sofort aus. Ich wäre erstmal mit einer Holo-Karte zufrieden. Mein Ziel ist es, also mir wäre eine Full-Art Pikachu lieb, die hätte ich sehr gerne. Und eine Holo-Glula-Karte. Ein Glulak. Eine Stahlenergie haben wir hier. Mein Girlfriendo im Hintergrund möchte, dass ich Regenbogen-Pikachu pulle. Da gibt's keinen Ausweg. Oh, das ist Fifia mit dem schönen Tattoo. Wandtattoo im Artwork. Bzw. auf dem Artwork. Sehr, sehr schön. Oh, Chameleon. Das gute Glutexo. Schauen wir mal. Wir haben ein Krakelo. Ninkada. Kloptopus. Ah, VMAX Marethelit. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Puls hier in so einem japanischen Display sind, to be honest. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich habe lange keine japanischen Displays mehr geöffnet. Aber wir haben eine Full Art, eine V und eine VMAX jetzt schon. Aber wie gesagt, die Karten kenne ich halt nicht. Deswegen brauche ich mir jetzt Marethelit auch jetzt nicht unbedingt angucken, Chat. Weil die kennen wir. Naja, alles easy. Wailord haben wir hier als Holo-Karte. Der Wahl. Kann ich euch nur sagen. Zwotronen. Zwirlicht. Schneckmack. Das ist ein cooles Artwork. Das mag ich sehr. Der Arzt da ist sehr krass. Vor allem, wir haben da sogar einen Menschen auf dem Artwork. Menschen im Pokémon. Come on, wir haben Flurmel. That's you. It's Baby. Zubiris. Oh, look at him. Er hat sogar einen Löffel geklaut für Simsala. Das sind die Müsli Bros. By the way, falls ihr mich supporten wollt, ne? Link in der Videobeschreibung. Führt euch zur Level Up. Könnt ihr gerne machen, falls ihr Bock habt, ne? Mein neuer Sponsor. Ist halt, wie gesagt, muss nicht jeder machen, aber wenn man eh schon Energy Drink, kann man das ja auch ein bisschen minimieren und vielleicht kennt ihr das ja noch nicht. Von daher checkt es gerne ab. Piondragi haben wir hier als V-Karte. Piondragi ist jetzt nicht so das Geilste, muss man an der Stelle sagen, aber Quarner ist schön. Quarner ist schön. Aber Piondragi, achso, das magst du. Ja. Als Käfer. Ja. Okay. Glumanda haben wir hier. Hier cute. Durengard als V. Ja, der ist auch schon. Der ist sick. Ich mag Durengard sehr als Pokémon. Damit einer ist der beste Pokémon der 6. Generation. Let's go. Tentantel. Und eine Stahlenergie passend zum Tentantel. Wie braver ist Bodendrache seit Anfang an, Dario? Sind das alles keine Käfer? Sicher? Dann haben wir alle keine Ahnung, wie es aussieht. Du bist ein Fake-Pokémon-Fan. Ich bin ein Fake-Pokémon-Experte. Bodendrache, der ist tatsächlich Bodendrache. Warum kommt denn immer jeder mit Käfer bei dem Jungen? Ich hätte jetzt auch safe gedacht, dass es ein Käfer ist. Wir haben einfach keine Ahnung. Das ist das Ding. Wisst ihr, ich mache das hier hauptberuflich und ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt hier ein Käfer-Pokémon auch. Und dabei ist er auch Typ Drache. Flamara haben wir hier, der ist schön. Wir sind sehr dankbar für euer Wissen. Ihr seid das Lexikon. Atmurai haben wir hier, sehr cool. Zwotronen. Evoli. Zebritz. Wir haben Glurak in Holo. Saustark. Beste Holo-Karte, die du ziehen kannst. Mega geil mit der Leon. Mega geil. Alter, das ist doch stark, ey. Das ist eine schöne Karte. Wir haben die leider nur in Rare bekommen. Und halt als Reverse Holo. Wir haben auch noch kein Secret Rare Hit. Ihr sagt alle, ich bekomme eine Secret Rare. Ich glaube es tatsächlich nicht. Wir haben ein Fiaro hier gezogen als V-Karte. Auch sehr geil. Mag ich sehr, Fiaro. Also ist ein geiles Pokémon. Was dazu kommt halt, ist noch das Artwork, ne? Mit den ganzen Flammen und sowas. Das ist halt wirklich schön, ne? Blanas. Rennt hier durch die Comic, durch den Comic-Dschungel. Capoeira. Wir haben hier einen Rockheimern. Ja, die gute Arena-Tarin, ne? Heißt sie, wie heißt sie? Bär? Bär? Ich glaube, Bär heißt sie. Bär, ne? Urgel. Der gute Urgel. Dank Hendrik heißt das Ding jetzt nur noch so. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, ey. Das war sehr, sehr witzig. Blitzer, jetzt haben wir tatsächlich alle gezogen. Flamara, Blitzer und Aquana. So, wir haben nicht mehr viele Packs. Let's go, Chat. Wir wollen noch eine Rainbow sehen. Das würde ich mir wünschen. Holo-Elektroball. Exklusiver Dude. Und ein Tentantel haben wir da. Soll ich ein easyes First Pack machen, dass der Chat das als erstes sieht? Ja. Und du auch? Okay, das heißt, ich gehe in die große Cam? Ja. Okay, das heißt... Hast du gesehen? Du glaubst schon. Es ist eine Holo-Karte. Ja. Rokumil. Zapdos! Ey, Zapdos ist nice. Zapdos ist ein cooler Hit. Aber Zapdos hat so viele nice Karten in letzter Zeit auch bekommen.
ich glaube, in Teams in Trumpf hatte der auch schon Print mit einer extrem spielstarken Karte. Und die sieht wieder richtig badass aus. Wenn ich jetzt Zapdos neben Ho-Oh lege, ne? Timo sagt, ihr wollt Matten, dann gerne den Link in der Videobeschreibung. Da müsst ihr noch schauen. Ich habe nochmal gesagt, wir hatten noch irgendwie 10 Stück auf Reserve. Da habe ich nochmal eben den Dude gesagt, so, yo, stell die bitte noch einmal alle rein, damit ihr dann nochmal eine Matte holen könnt. Spezialwasserenergie. Und hier die gute Kate mit ihrem Kamal. Die nächste Matte ist in Planung, also da wartet ab. Vielleicht ist ein Terrakium drauf, man weiß es nicht. Sehr, sehr cooles Pokémon auf jeden Fall. Ist, glaube ich, hier in diesen Ruinen halt kurz vor der Eisstadt. Müsste sein, das erkenne ich da auf jeden Fall aus diesem Artwork heraus. Wir haben noch keine Secret Rare. Lumanda, Müllsack, die Weimarer Republik, Mautzinga und Pokusan. Gucken, was wir hier haben. Oh, wir haben wieder einen Hit. Wir haben Evoli, Makago. Wir haben Pikachu! Das Normale tatsächlich aber! Hey, damit bin ich happy! Damit bin ich wirklich happy! Normal Pikachu V! Also wir haben Glurakolo und ein normales Pikachu V gezogen. Das ist sehr stark. Das ist für eine Box sehr stark. Wir hätten auch ohne rausgehen können. Backen, 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 Wangen, Wangen. Also 4 Packs haben wir noch, by the way. Wir haben ja alles erstmal weggeräumt. By the way, ich habe heute einen Tag lang aufgenommen. So sieht mein Mülleimer aus. Habt ihr solche Mülleimer bei euch irgendwie, wo eigentlich nur Karten drin sind? Probleme eines TCG-YouTubers. Let's go. Magnaien. Rotomuff. Relaxo haben wir hier. Der süße Boy in Holo. Und einen Drohnenboy. Drohnenrotom. Okay. Stalobor. Schneckmack. Zwirlicht. Oh, Baby! Nice one! Nicht die Rainbow, aber die V-Max. Die ist stark. Centering left to right sieht geil aus. Oben, unten sieht auch sehr geil aus. Boah, das ist eine geile Karte. Der Junge, ey. Alter, der hat echt eine Bierwampe, ey. Der hat echt eine Bierwampe, der Junge. Sau stark, ey. Da freue ich mich gerade sehr darüber, dass wir den noch hier gezogen haben. Beide Pikachus hatten wir. Und Glurakolo. Guckt euch die Condition an. Ne, japanische Karten sind ja eh immer perfekt. Oh, das ist so ein schönes Display gewesen. Okay, wir haben noch einen Booster. Wir haben noch einen Booster. Aber ich glaube, wir haben hier keinen Hit mehr drin. Wir können hier keinen Hit mehr drin haben. Wir haben jetzt alles gezogen. Come on. Capoeira. Pampros. Und Elfhuhn. Mega gut, ey. Also das Display war verdammt nice. Wir haben zweimal Pikachu gezogen, ey. Das schaffst du normalerweise nicht mal in einem Farmshock-Display. Wir haben leider aus diesem Booster jetzt nicht die krassesten Hits gehabt, aber es ist definitiv ein schönes Sealed-Item und ich glaube als Deko-Element ganz geil. Also lasst es sonst gerne zu, wenn ihr nicht die Promokarte oder die Coin haben wollt. Das Display war fantastisch, da brauchen wir nicht sagen, ey. Das war wirklich crazy. Also da... Farms up. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War ein paar Stream-Highlights drin, also lasst doch gerne ein Abo und Follow da, auch auf Twitch und auf YouTube. Und ich bin raus, verabschiede mich, wünsche euch einen hoffen Tag. Macht's gut und tüdelü, guys. Ciao.